Moin Leute und willkommen zu diesem Video. Hallo. Octavia 1Z, in this case Radio ausbauen. Es ist zwar ein Zubehörradio, aber ihr seht gleich, es funktioniert dann ganz genauso. 1:1 wie original. Als erstes muss diese ganze schwarze Blende hier weg. Dafür reicht einmal hier unten beherzt runtergreifen und ziehen. Hier ist jetzt schon lose, ne? Also ja, es ist wirklich, lass das irgendwie ein Kumpel machen oder so, dessen Auto das nicht ist. So, ne? Der hat weniger Angst dran zu reißen, genau. Und dann kommt das da auch raus. Genau so, das. 20er, 25er Torx-Schrauben, 4 Stück. Genau, hier außenrum, hier ist es in dem Fall halt der Einbaurahmen. Beim originalen Radio ist das dann einfach auch da festgeschraubt. So. Alle 4 Schrauben gelöst, dann kann man den Kladderadatsch rausziehen. Im Original ist es dann dieser Stecker hier, der am Radio ist. Kriege ich gerade mit einer Hand nicht hin. Ich kann aber mit einer Hand das Radio ein bisschen festhalten. Genau. Den Bügel oben entriegeln, nach vorne klappen und dann kann man es abziehen. Genau, ganz easy. Ja, und dieses Kabel ist theoretisch noch mit dran, wegen Antennen und sowas. Und mehr dürfte am Original schon nicht dran sein. Ja, also Radio ist dann ausgebaut. Ja, Einbau umgekehrte Reihenfolge oder falls ihr dann eben ja auch ein anderes Radio nachrüsten wollt. Ja, umgekehrte Reihenfolge müsst ihr halt nur gucken, dass die Kabel vernünftig verlegt sind, weil das meistens sehr eng ist bei Zubehörradios. Aber das solltet ihr alles hinkriegen und dann war's das mit dem Video und wir wünschen wie immer viel Spaß beim Schrauben. Tschüss! So, wir sind nochmal beim Radio-Video. Der möchte jetzt, also im zweiten Anlauf, nochmal versuchen, was dazu zu erzählen. Dann kann ich aber auch eben machen. Es wird auch noch ein Video geben, wahrscheinlich ist es dann schon davor gelaufen, wie das Brillenfach oder wie auch immer man es bezeichnen will, ausgebaut wird. Wenn ihr ein Zubehörradio nachrüsten will, zum Kabel verlegen, baut euch das mit aus. Ihr kommt dann nämlich von oben an die ganze Rotze ran. Ihr seht das hier, da ist ein großes Loch, hier oben im Armaturenbrett selber. Da kann ich mit den Fingern überall rein. Genau. Da kann ich ja noch von oben durch, wenn das hier weg ist. Und das Ausbauen kommt in einem extra Video. Das drehen wir jetzt, aber das wird dann wahrscheinlich vorher schon gelaufen sein. Zeitblase. Also jetzt, dann war es das mit dem Radio aus und einbauen. Und wir wünschen euch immer viel Spaß beim Schrauben. Tschüss. Ciao.